Och, herrje, zu viele Snapshots und die 1-4 immer noch nicht im Blick. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Version. Einer schlecht vorbereiteten, aber ist okay. Wir lösen wieder alles von einem Textdokument ab. Aber, und zeigen euch dann alles. Und zwar zu der neuen Snapshot 12W41A. Heute, beziehungsweise wenn das Video online kommt, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht wann, online gekommen ist, mit ein paar neuen Features. Und ich bin hier übrigens im Dschungel gespawnt, ein bisschen nervig, aber ist okay. Und zwar kommen wir zur ersten Erneuerung. Edit a new Anvil block for repairing, merging and naming items. Und zwar haben wir, wie ich schon vorgelesen habe, ein neues, neue Sache. Ich weiß hier. Aber an sich, die Ambosse, die haben jetzt an, ich weiß noch nicht die wirklichen, also Crafting-Rezepte, aber an sich sind die jetzt soweit eingefügt worden. Wenn ich jetzt hier irgendwo Platz finde, einmal, zweimal und dreimal. An sich kann man dadurch jetzt auch die Items umbenennen, angeblich. Aber das soll wohl zurzeit auch ein Server-Bug geben, nämlich das, was crasht ist, also im Multiplayer-Bereich. Man kann jetzt damit die Sachen viel einfacher bearbeiten. Man braucht nicht alle. Ich habe jetzt einfach mal alle direkt rausgeholt und ja... Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob diese Crafting-Geschichte dann immer noch im Crafting-Teil dann läuft, aber... Ja... Three different damage states, Anvil slightly damage, and, ja ja... Blah, when landing on a mob, blah... Rename Chat Settings to Multiplayer Settings. Ja, die haben den Chat jetzt umbenannt, warum auch immer die das gemacht haben. Aber okay, wenn sie Langeweile haben, dann sollen sie das tun. Contains the old Chat Settings Menü, natürlich bleibt das. Option for Cape Owners to hide their capes im in-game. Ja, also ich denke mal, das dürfte diese Optifine-Geschichte sein. Man kann das jetzt hier nicht ein- und ausschalten. Deswegen haben die das nämlich auch umgeschrieben, weil man jetzt alles per Multiplayer hier umbearbeiten kann. Als an sich, weil das jetzt ja nicht nur Chat ist. Also werden sie da wohl schätzungsweise noch ein paar Sachen da zufügen. Tricks zu debuggen. F3H, No Shows Tool and Armor. Moment. Shift H. Vielleicht, wenn ich irgendein Rüstungsteil anhabe. Shift H. Ach, Leute. Keine Ahnung, irgendwas mit Shift H, was auch immer. kannst ja vorlesen. F3 and H, no show tool and armor durability on damaged items. No show switch kernel direction to players facing. On the F-Value. F-Value? Mein Gott, wir haben wohl einiges mit den Hotkeys mit eingefügt. The pie chart on the F2 overlay is now showing when opening it using Shift F2. Set of wie quersam. Mobs no longer forget that they nicht länger vergessen, aggressive against a player in creative mode after a few seconds and mir more. Ah, wenn ich warte, das will ich wissen. Dafür schalten wir mal kurz an, holen uns mal eben ein Viech an Land. Creeper. Okay, das können wir ein bisschen besser testen, wenn er, sagen wir mal, hier so steht. Okay, das war zu niedrig.
Jetzt ist er natürlich böse auf mich und dann direkt nicht mehr. Sprich, es war bis jetzt ja immer so, dass man, wenn man ins Creative war und man die Viecher angegriffen hat, haben sie einen die ganze Zeit angegriffen. Jetzt haben sie es endlich mal eingefügt, dass das sofort weg ist. Perfect, say I say. Creepers no can have custom explosion radius on first time using added mob spawners and NBT tags. Exploding radius fuels. Effects given by the beacon will... Was haben sie denn hier wieder mitgemacht? Man merkt, ich bin mal so gar nicht wirklich vorbereitet. Ihr könnt ruhig mal verschwinden. Ich brauche nämlich jetzt hier Platz für den Beacon-Block. Keine Ahnung, was der nämlich schon wieder macht. Jetzt hat es. Okay, Moment, das kriegen wir hin. Wo haben wir es denn? Gib mir mal einen Smaragd. Ich sehe da jetzt nicht so wirklich den Unterschied. Aber okay. Was auch immer da gemacht wurde. Ach. Übrigens, schalten wir mal wieder kurz auf. Friedlich, dann ist der Creeper weg. So. Level up sounds now only plays every 5 levels and has been tweaked. Das sollen wir aber testen, ob die den wirklich verändert haben. Das war ja eine der nervigen Sachen. Dafür schalte ich sogar ganz kurz das hier aus, um das genau zu hören. Naja, also er kommt wirklich nur noch alle 5 Minuten, was die da noch natürlich dran ändern, keine Ahnung. Ist aber immer noch halt nervig. So. Gaining experience from breeding animals. Spiders have a new sound for when they are walking. Spider. Da ist er. Das heißt, wir dürfen schon wieder mal. Und diesmal ziehe ich den Load auch Sonderloader. Ja, aber ich meine, die Töne hatten sie schon vorher. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ich würde mal sagen, das war jetzt das. Die haben wohl auch vieles gefixt. Irgendwie habe ich die Liste jetzt nicht dabei. Schade eigentlich, weil die sollen wohl einiges verändert haben. Angeblich erfahren habe ich auch, dass man jetzt um wieder auf Level 30 zu enchanten, soll man wieder die komplette Büchermenge von 30 oder so haben. Das sollen sie verändert haben. Dann und noch einige Fixes bestimmt auch, dass das Spiel flüssiger läuft. Ob sie die Lichtfehler natürlich behoben haben ab sofort. Keine Ahnung, die Ladegeschichte haben sie leider immer nicht hinbekommen. Gut, die sind aber ja, aber egal. Naja, ihr Leutchens. Ein unprofessionelles Video kommt selten allein. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einer neuen Snapshot-Version. Ich weiß nicht, welche noch online kommen, was noch alles kommen wird. Weil das Halloween-Update
soll ja, wie gesagt, also die N4 soll zu Halloween kommen. Oder sogar ein bisschen vorher. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wollen wir mal gespannt sein, würde ich sagen. Ich will aber jetzt trotzdem deswegen mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Im Übrigen, falls ihr natürlich die Welt haben wollt. Hier. Ja. Sieht. So, das heißt aber jetzt auch, wenn es euch übrigens gefallen hat, auch wenn es ein bisschen unprofessionell war. Ich nehme aber auch um 23.16 Uhr auf. Ich bin nicht mehr so ganz wach. Es reicht, wenn man so seit 5 Uhr wach ist. Glaubt mal, da ist man dann irgendwann mal platt. Jedenfalls, wir sehen uns dann jetzt. Bis dahin und ciao.